Herzlich willkommen hier auf OE24 TV. Wir starten gleich mit Breaking News. Die Jugendkriminalität wird in Wien immer mehr zum Problem. Und da gibt es ja jetzt auch schon eine erste Reaktion von Seiten der Politik. Eine Waffenverbotszone wurde jetzt auch am Reumannplatz und im umliegenden Gebiet eingerichtet, nach dem Praterstern, wo es so eine schon gibt. Aber das ist wohl nicht genug, denn die Jugendkriminalität, die ufert gerade richtig aus. Und dazu darf ich jetzt herzlich im Studio begrüßen den ehemaligen Chefinspektor zur der Abteilung zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen beim Landeskriminalamt in Wien, Herrn Schaffer. Herzlich willkommen, Herr Schaffer. Grüß Gott. Schön, dass Sie die Zeit haben, hier ins Studio zu kommen und uns auch ein bisschen einen Hintergrund- und Insiderbericht zu liefern, was tatsächlich derzeit los ist in Österreich. Vielleicht nur zu Ihrer Vorgeschichte. Sie haben sich ja mit organisierter Kriminalität befasst, mit Kapitalverbrechen, mit Mord. Sie waren in diesem berühmten Sicherheitsbüro zugegen. Und jetzt erfahren Sie aber auch viel von Ihren Kollegen, wie es aktuell ausschaut. Was ist denn so die Grundtonalität? Na, die Grundtonalität ist folgende, dass diese Reformierung, die sogenannte, seit damals, seit 2000, seit der Herr Innenminister Strasser war, da hat man Kommissariate zusammengelegt, man hat Polizeidienststellen zusammengelegt und das ist total am Anfang außer dem Ruder gelaufen aus folgenden Gründen. Man hat in Wien 23 Kommissariate gehabt, die waren besetzt mit Sicherheitswache, Kriminalbeamte und Verwaltungsbedienstete. Und dann hat es die dazugehörigen Wachzimmer gegeben, Räonswachzimmer. Und da wusste jedes Räonswachzimmer ungefähr, was im Räon überhaupt passiert ist. Und durch diese Zusammenlegung. Räonswachzimmer? Räons, ja, das waren Rayon zum Beispiel. Räon ist ja das Wort in Französisch für Bezirk. Ja, ja, das ist sehr ähnlich. Ja. Zum Beispiel im zweiten Bezirk war das Kommissariat in der Leopoldgasse und die Wachzimmer waren Ausstellungsstraße, Handelskeh, Praterstern und so weiter. Und da wussten diese Beamten, die dort eingesetzt waren, genau, was in ihrem Bereich auch passiert. Die haben auch Räondienst zu Fuß gemacht und so weiter und die wussten das. Und das hat sich dann irgendwie nicht mehr so gehalten, weil wir wurden dann reformiert und da wurde zum Wann Beispiel war das, die Reform? 2000 als Innenminister Strasser. Und das war so die größte Reform rückblickend? Das war eine ganz große Reform, aber eher ein bisschen brutal, würde ich behaupten. Inwiefern brutal ist, weil es untergestutzt wurde? Das war ohne zu fragen, ohne unsensibel, so würde ich es nennen. Und da wurde zum Beispiel das Kommissariat Leopoldstadt eingeteilt für den Bezirk 1. Bezirk, 2. Bezirk, 3. Bezirk, 20. Bezirk und 11. Bezirk. Also fünf Wachzimmer, also fünf Dienststellen haben sich in einem Kommissariat zusammengefunden. Und das lief außer Kontrolle. Wir hatten das Protokoll nicht von den anderen Bezirken, die ja immer ein eigenes Protokoll hatten und so weiter. Aber Herr Schaffer, das ist jetzt auch noch so. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber es sind trotzdem Zusammenlegungen. Das heißt, es gibt jetzt Kommissariat, also Polizeidienststellen Mitte und es gibt trotzdem noch immer so circa 3 Bezirke zusammengefasst in einer Zentraldienststelle. Und früher war das nicht so? Das war nicht so. Das waren die Kommissariate. Das heißt, Sie würden auch sagen, es gibt einfach zu wenig Wachzimmer in Wien oder zu wenig Kommissariate. Ja, und noch etwas, die Beamten, die dort Dienst versehen, die haben mehrere Bezirke zu betreuen. Und natürlich, das fällt komplett weg, wenn zum Beispiel im Räonswachzimmer wusste jeder Wachkommandant, jeder Polizist, was sich überhaupt abspielt. Und dort ist man auch hingefahren oder ist hingeschickt worden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es sind Wachzimmer zugesperrt. Etliche, die früher offen waren. Vor allem ja auch in der Nacht. Ja. Das ist ja auch in der neu. Nacht, natürlich. Ja. Und dann passieren eben Dinge, die nicht mehr unter Kontrolle sind. Und die eingesetzten Streifendienste mit dem Funkwagen, die sind dann überfordert. Das ist ganz klar. Und wenn man jetzt auf die neuralgischen Punkte zum Beispiel Polizisten hinschickt in 40-facher Besetzung und so, das hilft ja nur in dem Bereich. Also Reumannplatz ist jetzt das beste Beispiel. Da wird irgendwann Ruhe sein. Es wird irgendwann dort wenig passieren oder nichts, aber das verlagert sich ja nur.
Die Jugendbanden lassen sich nicht auf, die gehen ja nur weg, die gehen woanders hin. Ja. Dann muss die Polizei eben dann. Die Polizei muss dann wieder schauen, wo findet man die, wo kommen die zusammen und wo kann man wieder ansetzen. Und ansetzen kann man nicht, indem man in voller Stärke durch eine Fußgängerzone geht. Was sagen Sie denn dazu, dass es jetzt, eben, weil es ja auch in Favoriten zu wenig Wachzimmer geben soll, diese mobilen Anlaufstellen gibt, so also zwei Kleinlastwagen, wo man sich hinwenden kann? Die halten sich ja daran. Die wissen, das dauert nicht ewig. Die werden ja wieder aufgelassen. Da sind so Beratungsstellen und so weiter. Und die formatieren sich wieder woanders. Die gehen ja nicht, die lassen sich ja nicht auf, die gehen nur woanders hin. Und das ist das Problem. Und die Waffenverbotszone selbst, wie finden Sie die? Tja, die Waffenverbotszone hat nur einen Vorteil, dass der Polizist mehr Einschreitungsmöglichkeiten hat. Man kann den Jugendlichen anhalten, man kann ihn durchsuchen, was man ja eine Zeit lang nicht durfte. Und das kann schon helfen, aber das ist nicht die Lösung. Eine Waffe kann auch sein, ein Stanley-Messer, wie man wieder sieht, Schwedenplatz. Oder eine andere Waffe, eine Schlagwaffe, die keine ist. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Mhm. Also Fußballfans in England, das wissen wir, die haben dicke Zeitungen zusammengerollt, ganz fest. Und haben die so als Schlagwerkzeug verwendet. Das erinnert mich auch an einen Vorfall, wo jetzt mit Ledergürteln gegen einen Mann vorgegangen wurde, auch von Jugendlichen. Also nicht eine Bande, aber von einem Täter. Ja, wo? Am Reumannplatz, also mit Ledergürteln. Ja, nein, natürlich. Ein Ledergürtel, es kann alles zum Werkzeug werden, wenn man es bewusst macht. Wenn ein Ledergürtel auf der Schnalle mit spitzen Gegenständen beschlagen ist, dann ist er genauso eine Waffe wie ein Schlagring oder etwas anderes. Und ist das beim Waffenverbot, fällt das dann auch drunter unter die verbotenen Gegenstände? Nein, der Gürtel nicht. Der Gürtel nicht. Also aber der Baseballschläger schon, das habe ich gehört. Der Baseballschläger schon. Natürlich, wenn ein Jugendlicher mit einem Baseballschläger geht, das ist so, wie wenn er sich selbst stellt bei der Polizei. Ja. Und vielleicht noch auch was Interessantes, vielleicht auch für die Zuseher, auf was hin dürfen denn die Polizisten, die Jugendlichen oder die potenziellen Täter hin untersuchen? Jetzt nur, weil er sagt, er schaut verdächtig aus oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das was dürfen Sie da eigentlich vom Gesetz? Ja, natürlich. Die dürfen einen Jugendlichen anhalten, sie dürfen ihm den Namen fragen, sie dürfen ihm sozusagen perlustrieren und visitieren nach dem neuen Gesetz und dann muss natürlich etwas überbleiben. Er muss die Begründung schreiben, warum habe ich diesen Jugendlichen angehalten? Und das ist oft sehr schwierig gewesen bis jetzt. Das ist jetzt schon eine Erleichterung, so würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht genau, wenn ich 40 Polizisten am Reumannplatz stelle, gehen die in den anderen Hotspots unter, die eben weiter bestehen. Ich rede da vom Treppelweg, Donaukanal, ich rede da von den Gasometer, wo die Jugendbanden sehr wohl sehr viel anrichten. Und wie gesagt, die sind alle überfordert. Die Polizei den Stellen, die Kollegen machen sowieso, was sie können, aber die sind überfordert. Kommen wir mal zum Gasometer, weil das ist eben auch so ein Hotspot, der aktuell in den Medien noch nicht so bekannt ist, weil dort noch kein Mord passiert ist wahrscheinlich. Ja. Das Schlimmste natürlich an Kriminalität. Aber was hören Sie da vom Gasometer? Was sind da die Probleme für die Polizei? Es kommen ja viele Leute zu mir, weil sie mich von früher kennen. Und einer hat gesagt, bitte geh mit mir mal dort durch. Ich habe das mitgebracht, dass man sieht, um was es sich da handelt. Das sind Stiegenhäuser, das sind Stiegenhäuser von, ich sage mal, Eigentumswohnungen. Also das sind keine Gemeindebauten, wo jeder rein kann. Die kommen durch die Garagen und setzen sich in die Stiegenhäuser und machen dort Cocktails mit Suchgift und so weiter, belästigen die Leute und greifen sie teilweise auch an. Also im Stiegenhaus des Wohnhauses? Im Stiegenhaus und das im Vorplatz. Das ja eigentlich abgesperrt sein sollte. Das sollte abgesperrt sein, nur von der Garage kommt man ins Stiegenhaus oder umgekehrt. Die kommen irgendwo rein, die warten, bis wer reingeht und gehen nach. Einer. Und dann der eine macht dann für alle frei und dann sind alle in diesen Bereichen. Und dann werden die Leute belästigt und sogar bedroht. Nur die Polizei dort ist offensichtlich überfordert. Das ist so. Man kann der Polizei nicht besonders Schuld geben, sondern Schuld dieses ganze System, wo man alles zusammenlegt, wo Beamte einmal dort Dienst machen und einmal dort, das wird nicht gut gehen auf Zeit.
100% nicht. Also Sie meinen so, dass man einspringen muss oder immer ein Springer immer genau, woanders ist und genau, wo man sich noch nicht so genau, gut auskennt. Weil diese Beamten, die jetzt am Räumannplatz sind, die sind ja auch nicht alle vom 10. Bezirk. Also die kommen dorthin, die haben dort für Ruhe zu sorgen, was auch gelingen wird, wenn man mit so einer Einheit hingeht. Mhm. Aber woanders kommen die wieder zusammen, diese Banden, und werken eben woanders, in einem anderen Bereich, in einem anderen Bezirk. Was hat sich sonst auch noch verändert an der Kriminalität in Österreich? Ja. Abgesehen davon, Jugendkriminalität gab es ja immer schon. Ich habe da hier von Ihnen sehr viele Zeitungsartikel auch gesehen. Ja. Von das Verbrechern, waren alle die ich bearbeitet habe. Also die Sie bearbeitet haben, das ist eine ganze aber Menge. Das sind auch alle, sehr viele Junge dabei. Ein Bruchteil davon. Mhm. Aber was hat sich da jetzt verändert? Was ist die, jetzt? Ja, ja natürlich. Früher jetzt. Ja, ist jetzt man auch schon man muss schon Jahre. Sagen, es hat sich etliches verändert. Auch in den Berufsschulen bemerkt man das. Diese Ethniken, die Gruppierungen. Also das heißt, ich will jetzt niemanden angreifen. Ich sage nur, einer, der nicht unsere Kultur innehat, der akzeptiert keine Lehrerin, keine Kriminalbeamtinnen oder Polizistinnen, er muss sich auch profilieren. Diese Leute zu stellen vor anderen, das ist ein Gesichtsverlust. Wenn man mit unserer Erziehung, wenn man gesagt hat, du gib jetzt endlich Ruhe, du fällst mir auf, dann war das gegessen für denjenigen. Wenn eine Lehrerin, eine Berufsschullehrerin das heute in einer Klasse von sich gibt, hört sie die gröbsten Schimpfwörter. Und wird gemobbt und wird beschimpft und keiner schaut drum. Ich habe auch schon gesehen, also hat das auch schon zu Polizeieinsätzen geführt, ein solches Verhalten auf Schule? Jeden Fall. Also ich nehme jetzt eine Schule und das ist kein Geheimnis, die Mollertschule war seinerzeit ein Hotspot für Einsätze. Mhm. Das ist auch eine Berufsschule gewesen und da hat es genug Vorfälle gegeben. Und das ist leider so. Es lässt sich nicht mehr ganz verhindern. Und es bringt auch nichts, wenn man den Jugendlichen anbietet, eine psychologische Behandlung oder eine Integrationsschulung, was auch immer. Die brauchen das gar nicht. Die wollen das nicht. Nicht brauchen würden sie es, aber wollen tun sie es nicht. Und meistens bei Jugendbanden ist immer der Anführer der Älteste. Das geht so weit, dass der schon erwachsen ist. Und wenn du diese Jugendbande, man muss sie vorher beobachten. Mit einer uniformierten Einheit wohin gehen, da gibt es keine Beobachtung. Die rennen in der Sekunde weg. Wenn halt ein Funkwagen, der gerufen wird, mit Blaulicht auf seine Stelle hinfährt, sind die weg. Mhm. Nur vielleicht 3 oder 4 Gassen weit und treffen sich wieder, wenn der Einsatz erledigt ist. Das bedeutet, wie kann man das umgehen von Seiten der Polizei, das Problem? Naja, umgehen, ich glaube nicht, dass man es umgehen kann. Man kann nur eines machen, so wie es wir gemacht haben. Ich will ja nicht hier der Gescheite sein. Die Kollegen, die heute im Dienst sind, sind bestens ausgebildet. Es geht nur darum, ich kann nur erst einmal in Zivil beobachten. Schauen, wer trifft sich mit wem, was sind das für Gesichter, auch fotografieren. Wo alle Leute schreien, das ist ja nicht erlaubt, warum nicht? Wir werden ja auch fotografiert. Und dann schauen, und wenn man einen aus dieser Reihe herausholt, weil er irgendetwas angestellt hat oder weil er auf der Flucht war, dann weiß ich, den lege ich die Fotos vor, mit wem er sich alle getroffen hat. Und dann hat er zu sagen, welche Funktion wer hat in dieser Bande. Meistens war es so, dass die Ältesten ein Geständnis relativ rasch gemacht haben und die Jüngsten, die sich profilieren wollten, die hatten eben man nennt die Steher. Also das heißt, er hat relativ wenig bis gar nichts gesagt, aber der Ältere hat immer gesagt, ich nicht. Die waren das alle. Und das war so. Also der Jüngste oder die Jüngste. Da sind wir jetzt auch ein bisschen beim Problem mit der Altersgrenze, ab welcher man eben jetzt auch belangt werden kann vom Gericht. Wir haben damals, und das kann ich sagen, das war ja nicht illegal, wir haben, wenn wir eine Bande erwischt haben, haben wir alle mitgenommen. Aber nicht zur Festnahme, sondern zur Befragung. Mhm. Und ich darf Kinder befragen. In Begleitung natürlich von mir aus mit den Eltern. Es ist egal, dann wissen die wenigstens, was passiert ist. Weil eines habe ich immer bemerkt, dass diese Jugendlichen Geld gehabt haben. Von ihren Überfällen, von dem, was sie gemacht haben. Aber die Eltern haben trotzdem bescheiden gelebt. Und in einer, mehr oder weniger in einem Bereich, der Jugendliche kommt heim mit Markenkleidung.
Keiner hat ihn gefragt, woher hast du das und wieso kaufst du sowas? Das ist das Problem. Also ein weiteres Phänomen, das jetzt natürlich auch stärker geworden ist, ist Drogenkriminalität. Also Drogenkonsum ist ja in Österreich, wurde vor kurzem bekannt, angestiegen. Jetzt haben wir dann auch sehr viele zerstörerische Drogen, Crack-ähnliche Drogen. Was hören Sie hier? Bitte? Was hören Sie hier von Kollegen? Naja, von Kollegen höre ich, dass natürlich die Grenzöffnungen, die sind ja auch ein Problem. Ich will nicht sagen, dass wir uns wieder abgrenzen und so, aber eine offene Grenze ist auch immer eine Grenze, wo man hin und her fahren kann und schmuggeln kann und so weiter. Und diese Drogen werden immer schlimmer und man muss sehr vorsichtig sein, das würde ich den Mädchen sagen, mit diesen K.O.-Tropfen. Die werden jetzt sehr modern, fällt mir immer wieder auf. Also dass die Mädchen, die in einer Disco sich bewegen, und ich könnte etliche Discos sagen, wo Knotenpunkte sind für solche Sachen. Mhm. Aber das kann ich hier nicht sagen, aber es ist so. Ja, wir wollen hier keine Rufschädigung betreiben, aber generell muss man sagen, also in Diskotheken, Nachtlokalen. In Diskotheken Clubs. Ist genauso, da gehen ja auch die Jugendlichen hin. Und die kommen dort, die treten dort auf mit gestylt, weil sie ja doch Markenkleidung haben durch den Handel mit Drogen oder was auch immer oder durch Überfälle, Straßenraub. Und natürlich, die sind dort irgendwie wie die Könige. Aber wenn sie dann zu Hause sind, das habe ich vorwiegend bei türkischen Familien bemerkt, wenn die Eltern das gar nicht wissen, der Jugendliche, der bei uns gesessen ist und hat gesagt, bitte bei der Hausdurchsuchung, betreten Sie nicht mit Schuhen den Betteppich meines Vaters. Also ehrlich. Gut, darauf kann man ja Rücksicht nehmen. Nein, hat man keine genommen. Nicht? Aber ich sage nur, da hat sich das total umgedreht. Von der Brutalität, von dem ich bin der Kaiser, zu Hause ist er so klein geworden. Ne? Gut, das heißt, die Eltern wissen oft nichts davon. Die Eltern wissen oft aber nichts davon. Aber was sind die Gründe dafür, dass Eltern nicht Bescheid wissen? Die sind sehr viel beschäftigt mit sich selber oft. Also ich rede jetzt von Integration und so weiter. Der Vater vielleicht sogar ein ehrlicher Arbeiter irgendwo, der aber nicht viel verdient. Der Jugendliche lacht den ja schon aus, wenn er den seinen Lohn anschaut gegenüber dem, was er mit dem erreicht, was er die Kriminalität dir setzt. Und das ist natürlich, und die Mutter hat sowieso in diesen Kreisen, das weiß ich aus Erfahrung, wenig zu reden. Im Haushalt vielleicht mehr, aber sonst nicht. Ja. Kommen wir noch mal zur Jugendkriminalität. Was würden Sie denn sich wünschen, dass der Staat hier unternimmt, um auch die Polizei zu entlasten? Man müsste wieder dieses System mit diesen Rayonswachzimmern etwas verbreitern wieder. Also nicht eine Polizeidienststelle, wo zwei Bezirke hinlaufen, sondern wieder einen Rayonsdienst einrichten. Rayon, ich meine nicht, dass der Polizist zu Fuß oder mit dem Radfahren durch, sondern wieder ein Wachzimmer, was eine Anlaufstelle und was nicht in der Nacht geschlossen ist. Weil was bringt ein Wachzimmer, was in der Nacht zu ist? Das bringt überhaupt nichts. Wenn einer in seiner Not wohin kommt, soll er betreut werden und nicht vertröstet werden. Aber der Grund ist ja wahrscheinlich, dass man zu wenig Personal hat. Es gibt ja jetzt ständig Aufrufe, sich bei der Polizei zu melden. Das wurde ja abgebaut. Das Personal wurde ja abgebaut. Also das ist der Hauptgrund? Das ist für mich der Hauptgrund, 100%. Und jetzt sucht man wieder mit höchster Not nach Polizisten. Und jetzt kommt noch ein Problem. Wenn jetzt einer, ich will das nicht schmälern, aber wenn einer, der Matura gemacht hat, sich denkt, jetzt gehe ich in die Polizeischule, wo der Gehalt, der Anfangsgehalt schon um die 1600 Euro netto ist, dann macht er die Ausbildung, er ist intelligent genug, nur wenn er sieht, wie die Nachtdienste ausschauen, wenn er sieht, was da alles passieren kann, geht er wieder weg. Und dann habe ich, weiß ich nicht, ein Drittel ausgebildet, die dann sofort wieder den Dienst quittieren, ne? Und woanders hingehen. Und das ist das Problem. Weil damals, ich kann nur immer von damals reden, aber damals war es so, ich bin zur Polizei gegangen aus der Überzeugung, dass ich vielleicht etwas bewirken kann, wie viele andere auch. Und ich glaube, dass ich keine schlechte Arbeit geliefert habe dadurch. Aber wenn ich heute zur Polizei gehe, nur dass ich einen Gehalt bekomme oder dass ich Zeit totschlage, mit Matura zum Beispiel, das ist nicht gut. Also die Maturanten sind in Ordnung, aber nur die Einstellung danach ändert sich.
Wie könnte man da besseres Personal finden oder welche Anreize müssten da geschaffen werden von Seiten der Politik? Naja, das bessere Personal findet man nur, wenn man nicht jetzt zum Beispiel, man muss auch wissen, im Zeitalter des Handys. Ein Polizist hat einen Einsatz, er wird gefilmt, es wird sofort gegen ihn disziplinär erhoben und dann gibt es auch leider Gottes Beamte im internen Erhebungsdienst, die sich da drauf werfen, weil die haben eben diese Aufgabe. Und wenn ein Polizist heute bei einer Schlägerei oder bei einer Rauferei angegriffen wird, dann muss er reagieren in irgendeiner Form. Und es wird meistens nur das gezeigt, was gerade passiert ist für den, der filmt. Mhm. Herr Schaffer, wir sind schon am Ende der Zeit. Also ja. Um das zusammenzufassen, habe ich das richtig verstanden? Die Polizei muss auch mehr Rechte bekommen. Auf jeden Fall. Ja. Dann danke ich Ihnen fürs Kommen. Das war wirklich spannend. Die Zeit ist wie im Flug verlaufen. Wir sind leider schon am Ende.